Jo und herzlich willkommen zurück. Mir fällt gerade ein, ich sollte mal speichern. Zu einer neuen Folge von Pokémon Schwert. Und wir sind immer noch auf der Route 5. Wir dürften aber bald fertig sein. Also ich denke nicht, dass es noch sehr viel ist, was uns hier begegnen wird an neuen Pokémon. Eigentlich nur noch zwei Trainer und mit dem Camper da reden. Und vielleicht noch ein, zwei Items finden. Und dann können wir weiter zu... Oh, verdammt. My bad. Zur Brücke gehen, wo ja irgendein Überfall stattfindet. Da bin ich bei meiner Suche nach Bären doch gerade auf einen Pokémon-Trainer gestoßen. Der Typ hat einfach eine Suppenkelle in der Hand. Steht überhaupt nicht da, wo Bären zu finden sind. Ja, bleib lieber in der Küche, David. Lol, das ist dieser Apfel, aber quasi nicht Dynamax. Schreck zurück, bitte, schreck zurück. Nice. Entschuldigung. Spezialverteidiger? Ne, Verteidigung. Oh, RIP, ich glaube, es reicht ein Biss vielleicht. Ja, bald doch, müsste eigentlich reichen. Knapp. Nice. Oh, und jetzt war sie dann. Es ist immer das Gleiche mit dem Volltreffer. Hätte ich meine Pokémon doch nur eine Beere gegeben, als es nicht gut um seine KP stand. Ja, das hätte nichts geändert, Bro. Du wurdest bedient, mein Freund. Oh, das TM ist echt versteckt. Man findet aber legit auch nur schlechte TMs. Ja, ja. Okay, dann können wir es mit der Angel nochmal probieren. Aber es kann da schon großartig drin sein. Bestimmt kein Shiggy. Capador. What's the surprise? Level 26. Level 16. Servus. Wenn du leckeres Essen auf dem Tisch zaubern möchtest, liegt der Trick darin, bei ausreichender Hitze regelmäßig umzurühren. Wenn es über dem Topf glitzert, dann bist du auf dem richtigen Weg. Besuch doch mal meinen Pokécamp und stell deinen Kochkünste unter Beweis. Ja, irgendwann mal vielleicht. So, dann gehen wir mal zur Brücke, wo der Überfall stattfindet. Und joinen rein, weil ich brauche eh ein bisschen Geld. Da können wir gleich mal mit ausnehmen. Oh, ja. Hey du da, wir wollen über die Brücke, aber wir haben keinen Bock zu latschen. Lass mal dein Fahrrad rüberwachsen, und zwar Dali. Mit einem Rad können wir den anderen Arena-Challengern prima den Weg abschneiden. Und dann heißt es, ihr könnt nach Hause fahren, ihr könnt nach Hause fahren. Das ist doch Wahnsinn. Sie verarschen die hier gerade Fußballfans? Ihr habt ja noch nicht mal einen Rotor, um das Fahrrad in Betrieb nehmen zu können. Hilfe, die wollen mir mein Fahrrad klauen. Bitte, du musst etwas gegen diese fiesen Diebe unternehmen. Verpasst ihnen eine Abreibung. Ja. Nichts leichter als das. Klauen, wer denn was von Klauen gesagt? Wir wollen uns das Rad bloß borgen, um damit ein paar Arena-Challenger umherzuscheuchen, bis sie wieder zu erschöpft zum Kämpfen sind. Aber du kriegst jetzt erstmal in einem Kampf ordentlich auf die 12. Ist das echt das neue Team Rocket? Fanboys von einem kleinen Mädchen. Wirklich? Wow, Pokémon. Wow, Pokémon. Gaunux kenne ich leider nicht. Oh, die Weiterentwicklung von Kleptifuchs. Tja, ist natürlich belastend. Oh, okay, das ist auch belastend. Mist, ich glaube ein Tackle reicht nicht, oder? Weil der hat schon mal meinen Angriff gesenkt. Nicht, dass man hier noch einen Angriff zu viel braucht oder ein Pokémon verliert, das wäre eine Katastrophe. Eine Blamage. Blamage.
Wie man so schön auf Portugiesisch dazu sagt. Das ging nach hinten los. Wir wollen doch nur ein Fahrrad haben, kommen uns ja nicht in die Quere. Dann kauf dir eins, du Fett. Entschuldigung. Zobiris, Alter. Jetzt kommen aber die Oldschool Rubin und Perl. Rubin und Saphir-Karten. Ah! Zobiris ist doch ein Geist-Pokémon, ne? Müsste eigentlich bis sehr effektiv sein. Nope. Vielleicht habe ich mir das auch einfach nur eingebildet, I don't know. Ich dachte irgendwie schon, dass Biss sehr effektiv war. Du bist einfach zu stark, was soll unsere Favoritin denn da die Arena... Wie soll unsere Favoritin denn da die Arena-Challenge gewinnen? Da hilft nur eins, wir müssen dich noch härter sabotieren. Wart's nur ab. Boah, du bist echt der Wahnsinn. Und sehe ich deinen Pokédex, dann kann ja Rotom ja auch nicht weit sein. Weißt du was, bevor diese Typen von Team Yeh hier wieder aufkreuzen, mir mal noch... Das dachte ich mir schon. Rat zu klauen, schenke ich es einfach dir. Für Rotom gibt es nichts Tolleres als Motoren. Deshalb schlüpfen sie gerne in alle Geräte, die einen Motor haben. Das hat mich auf eine Idee gebracht. Was, wenn ich mein Fahrrad mit einem Motor ausstatte? Und siehe da, es ist sofort hineingeschlüpft. Aha, du siehst noch ziemlich skeptisch aus, aber kein Problem, mach doch einfach meine Probefahrt. Ich wünsche dir und deinem Rotom viel Spaß mit deinem neuen Fahrrad. Worauf wartest du noch? Warum hat der Typ überhaupt eine Maske und Handschuhe auf? Der sieht aus wie ein Typ, der gerade einen OP gerufen wurde. Steig schon auf, Rotom kann es sicher kaum erwarten. Rotom-Rad. Ich verstaue es in der Basis-Item-Tasche. Ein Fahrrad mit einem Motor, in dem sich ein Rotom befindet, denkt, dass dank des Rotom-Turbos erreicht das Rad absolute Spitzengeschwindigkeiten. Ist es wie das Eirad oder wie? Augenblick. Ich lese dir ein paar Zeilen aus der Bedienungsanleitung vor. Drück den Plus-Knopf oder den Minus-Knopf, um mit dem Rotom-Rad zu fahren. Ah, wow. Nice. Wenn man wendet man dieses Item auf ein Pokémon an, wird dessen Initiative Basiswert dauerhaft erhöht. Echt? Oh, es wird aber nicht schneller, es ist kein Eilrad. Peng, 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 gib mir all dein Geld. Peng, peng, Rowdy, Rowdy, ich mach dein Haus kaputt. Hahaha. Oh, verdammt. Hoppla. Chillig. Servus, was stimmt eigentlich mit Team Yell nicht? Wir sind ganz schön miese Fans, wenn sie anderen Leuten schaden, um ihrer Favoriten zu helfen. Ja, das habe ich noch nie verstanden. Warum es solche Menschen gibt. Ist Brieffeder, wenn man diese eine mal mit Zweifelstellung. Nice. Spezialverteidigung dauerhaft erhöht. In der Ferne kann man das Stadion von Claw City sehen. Bald wirst auch du auch dort kämpfen. Wieso weiß eigentlich jeder, dass ich ein Arena-Challenger bin? Ich bin einfach nur ein Typ auf einem Fahrrad. Zumindest. Da bist du ja. Oh oh. Einen Schritt näher und du musst gegen mich kämpfen. Nur so als Vorwarnung. Lol. Weil wisst ihr was? Der Disrespect ist real. Du hast also auch Lust auf einen Kampf. Jetzt, wo wir beide den Pflanzenorden haben, sind wir keine Anfänger mehr. Da wird es höchste Eisenbahn, dass wir beim Training auch einen Gang höher schalten. Alter, der Typ kriegt halt die Abreibung seines Lebens, Mann. Er hat halt immer noch nur 3 Pokémon. Was macht der Typ eigentlich? Er läuft dann 100 Pokémon vorbei und fängt kein einziges davon? Interesting. Zeig uns doch mal, dass du den Orden auch wirklich verdient hast. Oh, mittlerweile schon Level 18. Okay, er hat ganz schön aufgeholt, muss man sagen. Aber Gyarados ist ja auch nicht mein stärkstes Pokémon. Nicht mal ansatzweise. Oh wow, Wally. Du bist so stark. Ich kann mich kaum wehren. Was mache ich denn nur? Ach, noch 10 Level, dann haben wir Förderentwicklung vom Starter-Pokémon. Kranowitz als nächstes. Oh, das war ein Fehler, mein Freund.
Du bist dran, Reitschuh. Nicht Reitschuh, sondern Reitschuh. Der gute alte Reitschuh. Elektroball, los! One-shot es. Wahnsinn, dass die Wechsel... Junge! Ja, wir haben es verstanden, Bro. Nice. Kickerlo. Starter gegen Starter. Das ist jetzt wahrscheinlich Level 20. Mein letztes Pokémon, aber ich darf jetzt nicht in Panik geraten. Ja, an deiner Stelle würde ich schon in Panik geraten, Bro. So heftig, wie die hier gerade die Hosen ausgezogen werden. Oh, Level 21 sogar. Das Pokémon sieht irgendwie weird aus. Einfach ist jetzt ein Trainingsanzug an. Krano wird 26, vielleicht entwickelt sich's. Wie kannst du stärker sein als ich? Ich habe doch einen Pflanzenhorn, genau wie du. So funktioniert das nicht. Du bist immer besser, aber ich lass nicht locker und trainiere weiter. Hol dir halt erstmal 6 Pokémon, Mann. Vorher kann das ja gar nichts werden. Du verstaust das Item in der Medizintasche. So weiter im Programm. Als nächstes knöpfe ich mir Kate vor, die Wasserarena-Leiterin. Da wirst du mit den Pokémon, die du gerade hast, aber ganz schnell einpacken, Bro. Das Feuer-Pokémon ist komplett nutzlos und die anderen beiden sind auch nicht besonders stark. Just saying. Du solltest... Er sollte sich vielleicht mal die Wechselwirkungen zwischen den Typen anschauen. Könnte hilfreich sein. Ist das nicht die Weiterentwicklung von... What the... Kotomi. Es ist, ich glaube, ist es wirklich die Weiterentwicklung von dem anderen Vieh? Irgendwie glaube ich nicht, weil das sieht doch komplett anders aus. Also ich sehe da kein bisschen Ähnlichkeit. Aber der Name ist halt ähnlich. Cortini und Kotomi. Ich weiß nicht. Egal, ich fange es einfach mal. Kanon ein? Nein. Oh. Ich wollte schon sagen, ich dachte, es pennt ein. Einmal noch beißen. Baumwollsaat. Oh, das ist nicht gut. Ach so, na, mein, das war nur ein, das war im Anime, wo Baumwollsaat tatsächlich eine Angriffsattacke war, ne? Verwechselt. Das ist doch lächerlich. Das erste wilde Pokémon, das einem hier begegnet, ist einfach höher als Hobbs stärkstes Pokémon. Pretty ridiculous. If you ask me. Ah, warte mal. Käfer-Pokémon ist es zwar nicht wirklich, aber... Maybe. Nope. Na, wenn es hier jetzt nicht drin ist, mach ich nochmal Tackle. Ach, come on. Los, Garados, Platscher. Jetzt sitzt... Was? Oh mein Gott. Na, wir haben überlebt. Nice. Alter, wenn es jetzt gestorben wäre. Ja, mal, mach mal Luxusball. Wow, dafür, dass wir es nur gefangen haben, hat es ganz schön viel Erfahrung gegeben.
What is this? Oh, Porenta, lol. Ups, nicht Schütze. Ups, nicht gesehen. Ja, es wird sehr schwierig, es nicht zu killen und zeitgleich mit Gyarados zu überleben. Uff. Ja, gut. Was nehme ich denn gegen Porenta? Hol nix, was wirklich kontert. Ja, nehmen wir einfach Flecklon. Fleck Leon, lol. Ist aber auch ein tough one. Aber wir sollten nicht killen. Zornklinge war früher so eine schlechte Attacke. Aber ja, komm, schon wieder Volltreffer. Zertrümmerer. Wenn es jetzt auch noch Zerschneider kann, wäre es ein gutes VM-Pokémon. Aber VMs scheint es in dem Spiel ja gar nicht mehr zu geben. Ich habe sie die ganze Zeit nicht erwähnt, weil ich Angst hatte, ich habe schon eins verpasst, aber I doubt it irgendwie. Was? Also, die Attacke ist ziemlich stark. Schon wieder ein Volltreffer, was geht eigentlich ab, Mann? Ich habe auch nicht unendlich Pokémon. Warum ist ein Luxusball nicht pay to win und fängt jedes Pokémon mit einem Versuch? Wenn er schon Luxusball heißt und Luxus viel Geld kostet. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was der gekostet hat. Wahrscheinlich für Watt gekauft oder so. Vulpix 24, oh mein Gott, ihr Licht? War das nicht auch mit Verwirrung? Nee. Feuert unheimliche Flammen ab, die im Ziel Verbrennungen verursachen. Also auf jeden Fall besser als Groll. Hypnose kann man legit mal lassen. Wenn man gegenüber Starkes kämpft und es einschläfert, why not? Das Krasse ist, meine Pokémon sind immer noch viel schwächer als die Viecher in der Naturzone. Das ist schon krank. Die drei haben wir schon. Konzentriere dich darauf, die Stärken deiner Pokémon auszubauen. Ihre Schwächen kann man auch mal ignorieren. Nein. Rebecca. Ah, Vulpix ist jetzt eh nochmal eins, ne? Finish him. Und keine Entwicklung, by the way. Fleckneul. Ich habe keine Ahnung. Ah, stimmt, das war's. Ja, wie gesagt, manche Pokémon kenne ich eigentlich schon, aber es sind mittlerweile doch schon ganz schön viele Namen, die man sich da merken muss. Und ja, wenn man sie selber nicht mehr benutzt und sie nur einmal alle 50 Folgen sieht, dann difficult. Jo, wahrscheinlich verwirrt die Konfusion jedes Mal. Nice. Gut gemacht, Vulpix. Ich akzeptiere meine Niederlage, aber ich lasse mich davon nicht runterziehen. Ja, solltest du schon. Alright. Na gut, dann würde ich sagen, komm, es ist hier ein Day. Ich bin mich halt herzlich fürs Zusehen. Was macht er eigentlich, wenn man das mit dem Fahrrad macht und sich so ganz schnell im Kreis dreht? Macht er da auch einen Special Move? Wahrscheinlich nicht. Ups. Oh, da liegt ja noch ein Item. Rip. Abwehrfeder. Ja gut, das war... Oh, da liegt ja noch eins. Oh mein Gott. How could I not see? Da lag noch eins. Junge, 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 wie viele Items liegen hier bitte?
Holy moly, damn. Na gut. Auf jeden Fall, danke fürs Einschalten. Würde mich sehr über ein Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut rein. Ciao.